Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist: Christus. Hier spricht Andreas Funke aus Grünstadt. Ich wünsche Ihnen einen klaren Reformationstag. Heute ist Reformationstag, 31. Oktober, und da fragen wir doch mal, worum geht es dabei eigentlich? Das zentrale Wort für Luther heißt Gerechtigkeit. Das meint aber nicht, jeder kriegt dasselbe oder jeder kriegt, was er verdient, sondern diese Gerechtigkeit finden wir in solchen Worten wie kindgerechte Ernährung oder behindertengerechter Zugang oder geschlechtergerechte Sprache oder umweltgerechtes Verhalten. Gerechtigkeit bei Luther bedeutet also jemandem gerecht werden. Es geht um Beziehungsgerechtigkeit. Und das ist die Frage: Wie können wir Gott gerecht werden? Anders gefragt, wie passen wir zu Gott? Und Luther findet eine befreiende Antwort. Er findet sie in der Bibel bei Paulus. Zuerst: Wir können von uns aus Gott nicht gerecht werden. Nicht einmal durch das beste Leben, nicht durch die edelsten Taten passen wir zu Gott. Von uns aus sind wir an ihn nicht anschlussfähig. Deswegen wird Gott initiativ. Ich drück's mal flapsig aus: Gott sagt, was nicht passt, wird passend gemacht. Was wir nicht können von uns aus, das tut Gott. Er wird uns gerecht. Er passt sich an uns. Er macht sich kompatibel und anschlussfähig für uns. Diese Initiative geschieht nur von Gott aus. Das ist Gnade. Und diese Initiative Gottes hat einen Namen. Sie heißt Jesus, der Christus. Jesus stellt die Beziehung zu Gott her, die wir nicht herstellen können. Wir werden seine Geschwister, die Geschwister Jesu, und damit Kinder Gottes. Und damit sind wir hochgestellt und erhoben über alle Welt. Und dadurch haben wir eine Freiheit, wie wir sie sonst aus der Welt, in der Welt nicht bekommen können. Gott brauchen wir nicht gerecht zu werden und können es auch gar nicht, aber er schickt uns als seine Kinder in die Welt, damit wir ein wenig gerechter werden unseren Mitmenschen und unserer Umwelt. Gott schickt uns mit seiner Liebe in die Welt, damit wir sie weitergeben, seine Liebe, die uns schon erreicht hat. Mach das. Werde deinen Mitmenschen gerechter. Dazu brauchst du die Liebe Gottes. Darum, ihr Lieben, geht es am Reformationstag und an weiteren 364 Tagen im Jahr. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du trittst ein in den Zwischenraum zwischen Gott und uns, machst dich klein, leidest, versöhnst. Wir bitten, leuchte in unser dunkles Herz und schenk uns deine Kraft, Menschen lieb zu haben. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.